Insel feierte ihren 75. Geburtstag. Und um das in einer würdigen Atmosphäre zu begehen, hatten wir beide die Algarve und dort in Albufeira das großartige Domizil Villa Gioia vorgesehen. Und wahrlich, es wurde eine wundervolle Woche. In einem nachfolgend noch näher zu beschreibenden Rahmen. Die Suite Nummer 7 mit eigenem Garten hatte einen ganz besonderen Rahmen nach der Methode Wiese liegen, Seele baumeln. Und die Möwe Jonathan war unser täglicher Begleiter. Und tatsächlich, so oder ähnlich muss das Paradies aussehen. Wir wurden auch in schriftlich grafisch exzellenter Form begrüßt, dass ich als gelernter Schriftsetzer schon sagen muss, hier war ein Kreativmensch der Sonderklasse am Werke, hat uns beiden, Liesel und mir, sehr, sehr gefallen. Auf den nachfolgenden Seiten haben sich viele Köche, Sterneköche dieser Welt verewigt. Und achten Sie im Besonderen auf diese Gestaltung der einzelnen Begrüßungskarten. Ab jetzt geht's hinein in unser Domizil. Das großzügige Wohnzimmer wurde nahezu nicht benutzt. Es war verbunden mit einem direkten Durchgang zu einer fantastischen Terrasse, die wir mehrheitlich als Wohnzimmer ganztägig nutzten und am Abend dort auch unser Diner einnahmen. Das Schlafzimmer und die dazugehörende Nasszelle waren in gleicher Art und Weise von hoher Vorzüglichkeit. Man konnte, wenn man wollte, morgens aufstehen und gleich rausschauen über die Wiese runter auf den Atlantik. Wie wunderschön. Und hier der Blick auf die Restaurantterrasse, wo wir selten, aber hin und wieder doch gefrühstückt haben. Und ab nun beginnt der eigentliche Höhepunkt, die Geburtstagstafel von Liesel. Also, herzlichen Glückwunsch zu deinem Ehrentage, meine Liebe, heute am 1. Juli des Jahres 2017. Logischerweise war ich der erste Gratulant, aber der zweite war, schaut hier, Jonathan Livingston Siegel, der sich ohne zu fragen auch kräftig bediente.
Auch zur Tea-Time war der Bursche wieder zugegen und ließ den anderen kleinen Vögelchen kaum etwas übrig. Aber er selbst nahm reichlich. Nun, die Natur hat's so vorgesehen. Und ab hier nun beginnt in Teilen Liesels Geburtstagsdiner. Ja, es war großartig. Auch die Sicht auf den Atlantik hat alles dazu getan. Ebenso wie die einzelnen erlesenen Speisen, die in der Folgezeit zu sehen sein wird. Zum Wohle, meine Liebe, sage ich. Und natürlich guten Appetit. Working all day and the sun don't shine. Und hier noch einmal das ganz besondere Gläschen auf Liesels Gesundheit. Führt dahin von mir und allen Lieben, um dann gleich danach überzugehen zum Tee auf unserer Terrasse. Sehr zum Wohle. California Blue. Waren wir in Gedanken auch schon wieder zu Hause und freuten uns, insbesondere Liesel freute sich auf die nunmehr 75 dunkelroten Rosen, die sie ab dem 18. Lebensjahr jedes Jahr nach der Anzahl ihrer Jahre von mir geschenkt bekommen hat. Paulchen gratulierte mit großer Freude, dass wir wieder da wären. Auf Wiedersehen, Algarve. Auf Wiedersehen, Villa Gioia. Es war uns eine große Freude. Still missing you.